Dreht sich heute um das Thema Typografie. Ich möchte euch halt gerne zeigen, was es für Grundstile gibt im Moment bei der Typografie und euch klar machen, was sich tatsächlich verändert hat in den letzten 10, 20 Jahren. Typografie ist eines der meistverkannten Werkzeuge, um Konsumenten davon zu überzeugen, was wir tun und um Marke zu transportieren. Typografie ist nicht nur der Informationsträger, sondern es übernimmt eine Funktion von Bild. Also wenn wir uns vorstellen, ein großer Buchstabe oder eine Schrift zum Beispiel, die wir alle kennen, das ist was wirklich viele, viele unterschätzen. Die Konsumenten haben in allen gesellschaftlichen Schichten ein gutes Gespür dafür. Sie haben kein Wissen, sie haben eine Intuition, sie haben ein Gespür, ob eine Schrift ganz, ganz viel verwendet wird und damit alltäglicher ist, wie zum Beispiel die Times oder die Arial oder die grauenhafte Comic Sans. Das sind Schriften, die einfach in jedem System, auf jedem Computer seit 20, 25 Jahren drauf sind. Die sind verbraucht. Die haben die Ausstrahlung von alltäglich, normal, austauschbar, nichts Besonderes. Dann gibt es Schriften, die in bestimmten Branchen ganz viel verwendet werden. Es gibt ganz typische Schriften, zum Beispiel in der Kosmetik. Die DIN ist eine ganz typische Schrift, die in der Kosmetik verwendet wird. Und je mehr sie verwendet wird, desto mehr wissen die Menschen, diese Kosmetik hat die und die Qualität. Das heißt also, wenn ich ein Produkt vermarkten möchte oder eine Marke, für eine Marke eine Hausschrift suche, muss ich die Typografie, die Qualität der Schrift, die Einzigartigkeit der Schrift anpassen an das Qualitätsverständnis der Marke. Das heißt also, eine Hausschrift für eine ganz junge Marke muss tendenziell auch eine Schrift sein, die relativ neu entwickelt wurde. Und es muss eine sehr gute Schrift sein. Es darf keine Umsonstschrift von irgendeinem Umsonst-Schriftenportal sein, sondern es muss wirklich eine Schrift sein, die von Profis im Detail sehr sorgsam ausgearbeitet entwickelt wurde. An der Stelle lohnt sich der Invest in Typografie. Es lohnt sich, eine eigene Schrift zu kaufen oder, wie es manche große Unternehmen machen, sogar eine eigene Schrift entwickeln zu lassen. Ganz einfach ist es bei Headlines, ganz einfach ist es im Packaging. Wir haben ja einen riesen Pool an Schriften und ich möchte euch gerne zeigen, welches im Moment die wichtigsten Grundrichtungen sind, die es gibt. Eine Richtung, wie wir sie seit mehreren Jahren schon kennen, ist die Verwendung von sehr fetten, blockigen Grotesk-Schriften. Eine Grotesk-Schrift ist eine Schrift, die keine Serifen hat. Im Vergleich dazu, ich zeige es euch kurz. Das hier ist eine Antiqua, die Antiqua, diese kleinen Füßchen. Heute wird diese Schrift ganz häufig so verwendet, die Helvetica, die Univer, die Arial, welche auch immer. Es gibt ganz viele Schriften. Auch da ist es wichtig, im Detail zu schauen. Mit der Arial sieht es nämlich ein bisschen schlechter aus als mit der gut geschnittenen Helvetica. Diese Schriften werden sehr blockig verwendet. Die Wörter werden oft nicht sinngemäß getrennt. Es wird mit klaren, blockigen Farben häufig auch gearbeitet. Also das ist so was ganz, ganz Typisches. Der zweite Trend, den wir haben, ist das Thema handgemachte Schrift, so wie wir das zum Beispiel hier bei Lind haben oder hier bei dieser Schrift. Da werden Satzschriften nachgezeichnet. Das ist also nicht die Schrift, die selber geschrieben wird, wirklich eine echte Handschrift, sondern wir nehmen Satzschriften und zeichnen sie nach. Und wenn wir jetzt diese Beispiele nebeneinander sehen, sieht man sehr deutlich, wie bildhaft Typografie werden kann. Hier ist die Wirkung, die transportiert wird. Klar, stark, kraftvoll. Es ist sicher ein sehr starker Espresso, ohne dass ich dort stark draufschreiben muss. Das Natural kommt nicht rüber. Die Schrift sagt was anderes. Die Schrift sagt, pam, das sagt die Schrift. Hier sagt die Schrift, ich bin handgemacht, mit Liebe. Jemand hat sich hingesetzt, sich um mich gekümmert, hat sich Zeit genommen, hat sich Mühe gemacht damit. Das ist also eher ein Manufakturprodukt oder auch hier ein lebendiges, ein Lifestyle-Produkt. Dann ist Typografie klassisch schon immer eingesetzt worden bei sehr hochwertigen Produkten und bei hochwertigen Produkten. Also wir kennen das zum Beispiel von Wein oder wir kennen das von Spirituosen. Sehr hochwertige Luxusprodukte, sehr feine Marmeladen, viele englische Produkte. Dort ist ein anderer Umgang mit Typografie. Es ist ein sehr viel feinerer. Es werden dort eher die sogenannten Antiqua-Schriften verwendet. Schriften, die eher aus der Antike kommen, damit Tradition verbinden und kommunizieren.
Übrigens an der Stelle das Thema Tradition. Es gibt einen Blog-Eintrag zum Thema Retro. Also wenn ihr Lust habt, schaut da drauf. Der Link ist unten. Wir decken immer wieder Themen ab, die sich bei verschiedenen Beispielen auch überschneiden. Wir haben hier ein Beispiel von Lind. Auch das ist einfach ein sehr, sehr bewusster Umgang mit Typografie. Und wir sehen, dass die Typografie hier eine sehr klassische ist, die aber überarbeitet wurde und als Solist auf die Bühne der Verpackung gestellt wird. Das heißt, hier ist die Typografie der Solist. Ich brauche keine Abbildung mehr von der Praline. Die Abbildung der Praline brauchte es in den 60er, 70er, 80er, 90er Jahren, als die Fotografie perfektioniert wurde, als das Bild eigentlich als das wichtigste Kommunikationselement im Konsum, gerade bei Lebensmitteln, auch aufgetaucht ist. Das brauchen wir jetzt nicht mehr. Jeder hat Fotos. Also wird die Typografie als Übersetzung wesentlich wichtiger. So, dann entsteht noch was ganz Neues. Das ist vielleicht ein bisschen die Fortsetzung zum Thema handgemacht. Es werden Schriften entwickelt, die wirklich bildhaft werden. Ja, es werden eigene Schriften entwickelt als Illustration von Typografen, von Künstlern. Es wird kombiniert, geschnitten und die Schrift selbst bekommt einen bildhaften Ausdruck. Das ist also wirklich nochmal ein ganz anderes Beispiel. Ich vermute, dass hier sehr viele Trends passieren, dass hier in der Zukunft sehr viel mehr passieren wird. Und gleichzeitig ist unsere klare Empfehlung, mit diesen pseudo-handgemachten Schriften, die mittlerweile von der Sparkasse bis zum Discounter auf billigster Stufe, alle versuchen, sie damit Manufaktur zu kommunizieren, das wird deutlich weniger bleiben. Wie das in der Realität aussieht im Konsum bei Produkten. Wir haben hier zum Beispiel was, das hätte es früher in dieser Form nie gegeben. Das ist jetzt hier unsere Handseife aus der Agentur. Sie ist nicht bio, aber das Packaging ist so schön. Also auch wir sind verführbar an der Stelle. Tolles Beispiel übrigens auch zum Thema Farbe. Auch dazu gibt es einen Blog-Eintrag. Schaut auch den gerne an. Man sieht hier aber schon, es ist zwar bunt, aber die Typografie ist nicht so sehr ausgefeilt. Das heißt, dieses Produkt wirkt nicht ganz so teuer. Das heißt, man kann also auch über die Qualität der Schrift den Preis und den Wert des Inhaltes definieren. Das ist ein ganz wichtiges Thema, denn das bedeutet im Umkehrschluss, wenn ich ein sehr hochwertiges Produkt habe, wenn ich eine Flasche Wein habe, die 12 Euro kostet, muss auch die Außenform, die Verpackung, diesen Wert transportieren. Und das kann man eben sehr, sehr gut mit Typografie. Das heißt, bei hochwertigen Produkten keine Standardschriften verwenden, wirklich eine sehr gut ausgearbeitete Mikrotypografie. Das kann, sorry, keine Sekretärin am PC. Dazu gibt es einen Beruf, das sind Typografen, das sind Menschen, die sich ununterbrochen mit Typografie, Mikrotypografie und allen Feinheiten auskennen. Das ist wirklich ein Handwerksberuf, das ist eine Kunst. Zu diesem Bereich Blockschriften haben wir ein sehr schönes Beispiel aus Frankreich, was in dieser Form in Deutschland nie möglich wäre. Das ist eine Handelsmarke von Monoprix. Wenn wir das anschauen, wirkt es eigentlich, hier haben wir sehr schön dieses Beispiel mit den Schriften, die getrennt, mit den Wörtern, die getrennt werden, ohne Sinn zu machen. Also das ist was ganz Typisches. Das war ein absoluter Vorgänger. Das ist sicher schon 3 bis 4 Jahre alt. Da gab es das in Deutschland noch ganz wenig, dieses Wörtertrennen ohne Sinn, nicht nach Rechtschreibung, wo jeder Lehrer sofort anruft beim Kunden oder eine Mail schickt, da ist aber eine falsche Trennung drin. Das ist heute. Die Wörter sind als Wort nicht mehr wichtig, sondern es ist eine kraftvolle Typobotschaft, die auch sagt, Regeln sind uns wurscht. Die sind für uns nicht wichtig. Ein sehr schönes Beispiel hier, Umgang mit Typo und mit Farbe und mit grafischen, fast typografischen Einsatz von Fotografie auch an dieser Stelle. Auch ein Vorreiter, was das angeht, ist zum Beispiel IKEA mit diesem ganz einfachen Packaging-Design. Da ist kein Schnickschnack mehr drauf, da gibt es keine Verzierung. Es ist das reine, pure Produkt, auch die Abbildung, sprich diese Purheit, die durch die Purheit der Schrift absolut unterstrichen wird. Aber auch diese Schrift ist eine vergleichsweise normale. Es ist die typische IKEA-Schrift. Das heißt, es ist etwas, was ich mir erlauben kann. Es ist nicht exklusiv. Es ist kein Luxus. Es ist ein Alltagsprodukt, obwohl das Design an sich schon für hiesige Verhältnisse ausgesprochen exklusiv wird. Exklusiver wird es in dem Moment, wo wir zum Beispiel Grotesk-Schriften mischen mit Antiqua-Schriften. Das ist ein Beispiel von uns für ein Weingut.
Auch hier haben wir das Thema plakative Buchstaben. Auch das Thema Einzelbuchstaben ist übrigens ganz, ganz wichtig. Es gibt mittlerweile Geschirr mit Einzelbuchstaben. Es gibt Einzelbuchstaben aus Beton, die ich mir irgendwo hinstellen kann. Der Buchstabe an sich ist wirklich zum Designobjekt des beginnenden Jahr 2010 geworden. Klarheit zählt an der Stelle. Klarheit zählt und es zählt in dem Moment, wo sowas ganz Rares auf einer Bühne steht, ist es ein wertvolles Produkt. In dem Moment, wo ganz viel drauf ist, wird es günstiger. Also das ist wirklich an der Stelle, sieht man, was man mit Typografie machen kann. Das waren jetzt sehr blockige Beispiele. Ein typografisches Beispiel, was mich sehr, sehr beeindruckt hat in den letzten Jahren, ist, wie man mit Typografie unterschiedliche Segmente innerhalb einer Marke unterscheiden kann. Diese Hello-Geschichte von Lindt und dann auch hier Diva. Lindt verbinden wir mit Schokolade. Lindt war für mich immer dieser goldene Schriftzug, der ganz viel Tradition ausstrahlt. Es waren die klassischen Verpackungen mit ein bisschen Blümchen drauf, mit ein bisschen Schokoladenstücke drauf, mit ein bisschen Glow, aber eigentlich relativ austauschbar. Und Lindt hat es grandios geschafft, mit Hilfe der Typografie wirklich sich selbst als Marke komplett zu verjüngen. Es ist unglaublich gut gemacht. Wir haben hier diese handgemachte Schrift und hier als Kontrast die Hochwertigkeit. Auch hier nochmal ein Beispiel. Typografie, die solo steht auf einer großen Bühne, wirkt hochwertig. Und in dem Moment, wo ich es mehr fülle, wo ich mehr Schnickschnack außenrum mache, wirkt es günstiger, machbarer und spricht damit andere Zielgruppen an. Wir sind von den Milieus hier auf jeden Fall bei den obersten sehr teuren Milieus, sehr hochwertigen Milieus in den Sinusmilieus und hier eher bei einem Milieu, was in der preislichen Mittelklasse ist, was sich danach sehnt, von den Oberen ein wenig von ihrem Glanz und Gloria abzukriegen. Einer der Renner in den letzten Jahren, wir machen ja immer diese Taschen, viele von euch kennen sie von den verschiedenen Veranstaltungen, auch das ist Umgang mit Typografie. Hier haben wir viele Elemente, wir haben zum einen das Große, also Typografie braucht einfach auch Kontrast, wir haben die Bühne, wir haben das Handgeschriebene, das Echte, was wirklich handgeschrieben ist, auch das ist übrigens eine Empfehlung, wenn ihr was Echtes zu sagen habt, dann schreibt es auch in echt. So, das war's für heute zum Thema Typografie. Alles könnt ihr nachlesen, wenn ihr unten auf die Links nochmal geht. Schaut gerne danach, kommt wieder, besucht uns wieder, seid wieder dabei. Ich freue mich auf die nächsten Themen mit euch. Herzlichen Dank.